Eine Geschwindigkeitskontrolle vor wenigen Tagen in Hannover. Tempolimit 60 ist hier erlaubt. Schon bei Tempo 86 ist der Führerschein weg. Innerorts reicht dafür bereits eine Übertretung von 21 Stundenkilometern. Ich finde es zu hart. Deutschland hat andere Probleme. Warum muss man jetzt die Autofahrer wieder hier schrubben? Ich finde es super. Ich finde, die Strafen können ehrlich gesagt nicht hoch genug sein. Der Bundesverkehrsminister wünscht sich allerdings verhältnismäßigere Strafen. Zwar hatte Scheuer die neuen Regeln vorgeschlagen, der Bundesrat aber hatte seine Vorlage in vielen Punkten verschärft. Deswegen bitten wir die Bundesländer, dass wir in der nächsten Straßenverkehrsordnungsnovelle, die wir schon in Arbeit haben, dies wieder auf den alten Stand zurückbringen. Bei den Bußgeldern etwas höher gehen, beispielsweise von 80 Euro auf 100 Euro, aber eben das Thema Fahrverbot wieder in die alte Situation zurückführen. Alles zurückdrehen? Für die SPD kommt das nicht in Frage. Es braucht ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass jeder, der mit über 21 km/h innerorts und 26 km/h außerorts zu schnell unterwegs ist, Leib und Leben seiner Mitmenschen gefährdet. Und solange es Verkehrstote gibt, meine sehr geehrten Damen und Herren, gilt es, daran zu arbeiten. Zwar ist die Zahl der Verkehrstoten im Augenblick auf einem historischen Tiefstand, aber 1061 Menschen sind allein 2018 ums Leben gekommen, weil jemand schneller als erlaubt unterwegs war.